Ja, guten Tag und hallo. Mein Name ist Thomas Sendko. Ich arbeite für die Deutsche Kommission für Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik im VDE, der DKE. Ich werde heute sprechen über die Normung in Deutschland, im speziellen Fall die elektrotechnische Normung in Deutschland. Das Ganze wird dann etwa 20 Minuten dauern. Ich habe 18 Folien vorbereitet und ich hoffe, dass das ein paar Fragen beantwortet zur Normung. Kommen wir zur ersten Folie, die uns den Einstieg erleichtern soll. Was wir hier sehen, ist die humorvolle Darstellung, in welchen Bereichen zum Beispiel Normung ja, sinnvoll ist oder was wäre, wenn wir keine Normung hätten. Das ist natürlich eine überspitzte Darstellung, aber ich glaube, jedem ist bewusst, dass Normung in allen unseren Lebensbereichen eine mehr oder minder wichtige Rolle spielt. Das fängt natürlich bei der Uhrzeit an, das geht über die Kreditkartenzahlung und es geht in den Baubereich, wo wir natürlich ein Problem hätten, wenn die Stufen, so wie in der Mitte dargestellt, nicht nach DIN genormt wären. Was wir im Moment gerade erleben, ist natürlich das Eindringen der elektrotechnischen Normung in alle unsere Bereiche, in alle unsere Lebensbereiche, dadurch, dass wir Elektrotechnik und smarte Technologien quasi in jedem Produkt vorfinden, bis hin zum Kühlschrank und zur Waschmaschine, ob wir das wollen oder nicht. Und das bedeutet natürlich, dass wir uns abstimmen müssen über die Kommunikation dieser Geräte, dass wir uns abstimmen müssen, wie diese Geräte in den Markt gebracht werden, welche Konformitätsbewertungsaspekte dort zu erfüllen sind und so weiter und so weiter. Und das bedeutet viel Arbeit für uns in der Normung. Und wenn ich sage uns in der Normung, dann heißt das auch Sie demnächst, wenn Sie Ihr Studium beendet haben, sind Sie herzlich eingeladen, sich daran zu beteiligen, weil Normung funktioniert nur, wenn alle, die diese Normen betreffen, auch letztendlich mitarbeiten. Und nur dann werden wir vernünftige Normen bekommen. Ich habe mal ChatGPT gefragt, ob Elektrotechnik und Normung zusammengehören. Und die Antwort ist interessant. Wir alle kennen die ja, Beschränkungen, die ChatGPT im Moment noch hat. Aber auch dort sehen wir, dass die Informationen, die scheinbar bis dato im Internet vorliegen, ganz interessante Ergebnisse liefern. Wir haben natürlich die Ursprünge der Normung über die Parameter, elektrische Parameter, Strom, Spannung, Frequenz und so weiter. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir Sicherheit gewährleisten, dadurch, dass wir Normen einhalten. Was aber viel mehr von Interesse ist in der heutigen Zeit, ist, dass wir durch internationale Normen den Handel international über Grenzen hinweg und damit halt auch die Konformität der Produkte über Grenzen hinweg realisieren und somit den Austausch von Waren und Dienstleistungen wesentlich vereinfachen. Das heißt, Handelshemmnisse werden durch Normen abgebaut. In der Elektrotechnik ist das ganz besonders schon der Fall, weil etwa 80% unserer Normen tatsächlich international harmonisiert sind, abgestimmt sind und dementsprechend der Export von deutschen oder europäischen Produkten in die Welt wesentlich einfacher ist im elektrotechnischen Bereich. Welche Vision haben wir als Normungsorganisation für uns und für unsere Arbeit? Ja, wir sind einerseits Dienstleister, andererseits sind wir eine Plattform, die dafür da ist, dass man leicht, einfach und möglichst ohne besondere Hürden sich an der Normung beteiligen kann. Auf der anderen Seite haben wir und hat die Politik und auch die Juristen uns ganz klare Regeln an die Hand gegeben, damit wir auch verlässlich und ohne dem Wettbewerbsrecht in Kollision zu geraten, Normen erstellen können, sodass diese dann auch tatsächlich in der Gesellschaft anerkannt sind und entsprechend auch genutzt werden können von der Industrie und den anderen Marktteilnehmern, die sich dieser Normen bedienen. Wir machen Normen immer nur dann, wenn der Markt sie braucht oder wenn wir von der Politik her einen Bedarf kommuniziert bekommen. Das heißt immer dann, wenn ja, der
die Harmonisierung eines Produktes oder einer Dienstleistung benötigt wird, dann werden wir als Organisation aktiv und bieten unsere Werkzeuge an. Was sind denn im Moment unsere Schwerpunkte? Und ja, der große Überbegriff heißt All Electric Society. Das ist das, was ich eben schon gesagt habe, dass wir in allen Bereichen unserer heutigen Gesellschaft Elektrotechnik in den Produkten vorfinden, in der Infrastruktur, in der Mobilität. Ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, dass wir unsere Gesellschaft transformieren dahin, dass wir wegkommen von der Energiegewinnung über fossile, aus fossilen Energien. Wir werden hinkommen zur Kreislaufwirtschaft, wir werden hinkommen zur Energiegewinnung aus erneuerbaren Energien. Wir müssen uns was einfallen lassen, wie wir diese Energie speichern in den Zeiten, in denen wir diese Energie nicht zur Verfügung haben. Wir werden unsere Mobilität umbauen müssen und wir müssen die Antriebe in dieser Mobilität umbauen. Alles das sind Punkte, die wir im Moment verstärkt angehen und wo wir auch als elektrotechnische Normungsorganisation einen erhöhten Bedarf haben. Und jede Unterstützung von Ihnen, von den Experten aus dem Markt letztendlich benötigen, damit das Ganze funktionieren wird. Um mal ein bisschen näher ins Detail zu gehen, sieht man hier unsere Themenschwerpunkte, die wir im Moment haben. Und so wie ich es eben schon gesagt habe, ein digitaler Produktpass sorgt dafür, dass wir von der vom Beginn eines Produktes, der Lebenszeit eines Produktes bis hin zum Recycling das Produkt gleich so denken, dass es nachhaltiger ist, dass wir Wertstoffe wieder recyceln können, dass wir Produkte so designen, dass sie sicher sind, dass sie halt auch in der Anwendung Cybersicherheit bieten können. Ja, wir müssen schauen, dass wir die Automatisierung gestalten und auch da haben wir auch klare Vorgaben aus der Industrie, wie das zu geschehen hat. Und auch das wird alles basieren auf Elektrotechnik und auf der notwendigen Intelligenz, die wir in dieses System hineinbringen. Smart Grid und Smart Home sind Dinge, die wahrscheinlich schon angekommen sind im Markt, die allerdings immer noch forciert werden. Und natürlich werden wir in der Medizintechnik noch Fortschritte sehen im Bereich der Elektrotechnik. Ganz wichtig natürlich und Grundlage für alles ist eine digitale Vernetzung. Das heißt, gerade wir in Deutschland müssen schauen, dass wir unseren Glasfaser-Anschlusskoeffizienten noch etwas in die Höhe schrauben, sprich also massiv noch Glasfaser unter die Erde bringen und an die Wohneinheiten anschließen können. Wie funktioniert Normung in Deutschland? Es gibt zwei Institutionen, die als Normungsorganisation durch die Bundesregierung benannt sind. Und das ist DIN als die Organisation mit Sitz in Berlin, die herkömmlich alle Produktbereiche standardisiert. Und wir haben die Deutsche Kommission für Elektrotechnik, die sich rein um die elektrotechnische Normung kümmert. Wir arbeiten nach den Vorgaben von DIN. Da gibt es auch Regeln, die einzuhalten sind. Das ist die DIN 820. Wir haben Prozesse, die abgestimmt sind mit DIN. Das bedeutet, wir liefern deutsche Normen in das DIN-Normenwerk, entwickeln die als DKE, Deutsche Kommission für Elektrotechnik. Warum gerade wir und was ist die Legitimation? Es ist so, dass wir als Normungsorganisation einen Vertrag haben mit der Bundesregierung. Die Bundesregierung verweist, wenn es um die Entwicklung technischer Regeln geht, an DIN und DKE. Und wir sind anerkannt als die zuständige Normungsorganisation für Deutschland. Für den Bereich der Elektrotechnik ist es die DKE. Wir haben im Gegenzug zu uns verpflichtet, das öffentliche Interesse zu berücksichtigen und besondere Wünsche der Bundesregierung, des Wirtschaftsministeriums oder der anderen Ministerien aufzunehmen und bevorzugt zu behandeln. Nichtsdestotrotz gelten die üblichen Richtlinien, die wir uns auferlegt haben, zur Beteiligung aller Marktteilnehmer. Was wir hier auf der Folie sehen, ist die Einordnung von Normen in unserem Rechtssystem und wir sehen
auf der linken Seite das öffentliche Recht und auf der rechten Seite das Privatrecht. Den Unterschied sollten Sie sich bewusst sein. Das bedeutet, wir bearbeiten technische Normen unter privatrechtlichen Bedingungen. Und wenn es darum geht, dass Gesetze oder Verordnungen Normen zitieren, dann gibt es die Form der Verweisung. Alles das im Detail zu erläutern, wäre hier zu umfangreich. Aber es ist so, dass die Gesetze und die Verordnungen, die wir im öffentlichen Recht haben, gerne, wenn es dann technisch wird, auf die technischen Regeln im Privatrecht verweisen. Wie funktioniert nun die Erstellung einer Norm? Werden wir konkret. Jeder Mann, jede Frau, jeder Mensch in Deutschland kann eine Idee zu einer Norm einbringen in die Normung. Das kann eine natürliche Person sein, das können Experten aus Firmen sein, Normenanwender, ein Sachverständiger, ein Verband, ein Industrieverband, eine Verbraucherorganisation, aber halt auch die öffentliche Hand, eine Kommune, ein Ministerium, kann sagen, es gibt den Bedarf für eine Norm. Und wir als DKE nehmen diese Idee auf, die kann formlos eingebracht werden, in jeglicher Form. Es ist so, dass wir dann schauen, zu welchem Bereich passt diese Norm, in welche Expertengruppe passt diese Norm. Ist es vielleicht ein komplett neuer Bereich, wo man neue Gremien schaffen muss? Und dann ist es so, dass wir die passenden Werkzeuge haben, um diese Idee zu fassen und letztendlich dann auch in die richtigen Wege zu leiten. Das bedeutet, wir setzen ein Normungskomitee ein oder wir nehmen ein Normungskomitee, was schon existent ist und befragen die dort berufenen Experten, inwieweit dieser Normenantrag Relevanz hat. Das heißt, nicht jede Idee wird sofort umgesetzt, sondern dieses Normungsgremium ist besetzt mit Vertretern des Marktes. Das heißt also, nicht nur die Industrie sitzt in diesen Vertretern, in diesem Komitee, Entschuldigung, sondern alle sogenannten interessierten Kreise des nationalen Marktes befinden sich aufgerufen, sich an dieser Arbeit zu beteiligen. Das bedeutet, wir müssen als Referenten und Referentinnen der DKE immer darauf schauen, dass das Gremium, was Normung betreibt, so besetzt ist, dass alle im Markt interessierten Kreise vorhanden sind. Was bedeutet interessiert? Das bedeutet, dass wir im Markt Forschung betreiben. Wer hat denn Interesse an diesem Produkt? Das ist natürlich in erster Linie die Industrie, aber das sind in Abhängigkeit vom Produkt natürlich auch Verbraucherorganisationen, das sind Prüfinstitutionen, das sind vielleicht auch die öffentliche Hand. Da müssen wir als Mitarbeitende in der DKE darauf schauen, dass diese Komitees so besetzt sind, dass die tatsächlichen Gegebenheiten im Markt abgebildet werden. Dieses Normungskomitee erarbeitet dann tatsächlich Normen. Das kann national passieren. Je nachdem, welcher Bereich betroffen ist, ist es aber auch so, dass wir dann tatsächlich entweder europäisch diese Normen bearbeiten oder, das ist die bevorzugte Variante, auch eine internationale Arbeitsgruppe dort befragen bzw. beteiligen und dann dementsprechend Normen entwickeln. Es kommt dann auf jeden Fall zu einem Normentwurf. Dieser Normentwurf dient in erster Linie der Information der Öffentlichkeit, dass Normung stattfindet. Das heißt, wir publizieren diese Normentwürfe auf den entsprechenden Portalen und es ist dann so, dass wir diese auch frei zugänglich machen. Es gibt also Portale, auf denen man einzelne Seiten der Norm nach und nach durchklicken kann und dementsprechend einsehen kann und dementsprechend aber auch kommentieren kann. Das ist ein wichtiger Punkt. Das ist also das zweite Mal, dass hier das Wort Jedermann steht. Das heißt, jede Person in Deutschland hat Zugang zu diesen Normen, kann sich die Texte durchlesen, kann sich einbringen in den Prozess und kommentieren. Wichtig ist,
dass diese Menschen, die diese Kommentare abgeben, ernst genommen werden und dass diese Kommentare tatsächlich auch beantwortet werden. Das heißt, jeder, der einen Kommentar in die Normung einbringt, erhält von dem Normungsgremium eine entsprechende Stellungnahme, inwieweit sein Inhalt aufgenommen werden konnte oder auch nicht. Das Ganze funktioniert online, wie eben schon gesagt. Da gibt es Portale, die vom VDE Verlag oder vom Beuth Verlag, das ist der Verlag, der von DIN betrieben wird, eingebracht werden. Man sieht hier ein kleines Bild dazu. Und was dann passiert, ist, dass diese Kommentare zuerst im Gremium besprochen werden. Und es ist aber dann so, dass die Antwort des Gremiums an den Menschen, der diesen Kommentar oder diesen Einspruch geschickt hat, dass die auch zu diskutieren sind. Das heißt, je nachdem ist es der Fall, dass der Mensch eingeladen wird, dass er seinen Einspruch oder seinen Kommentar nochmal erläutern kann, dass man dann gemeinsam eine Lösung findet für die Aufnahme dieses Inhalts in die Norm oder für die Ablehnung. Wenn es dem Einsprechenden oder der Person, die kommentiert hat, nicht gefällt, wie mit diesem Inhalt umgegangen wurde, gibt es auch da auch wieder die Möglichkeit der Eskalation. Das heißt, es gibt einen mehrstufigen Prozess, wo man dafür sorgen kann, dass überprüft wird, ob der Kommentar und der Einspruch richtig behandelt wurde. Auch da gibt es feste Prozesse, die eingehalten werden und die Einhaltung dieser Prozesse und die Kontrolle obliegt dann den Kolleginnen und Kollegen aus der DKE. Ja, danach ist es so, dass die Norm publiziert wird. In der Elektrotechnik ist es so, dass Normen Geld kosten. Das sind Selbstkosten und diese Kosten der Normung sorgen dafür, dass die Organisation des Normungsprozesses finanziert wird. Man kann Normen im Einzelnen kaufen als PDF, man kann Normen im Abonnement kaufen und es gibt mittlerweile auch Schnittstellen, sodass größere Firmen und Konzerne die Inhalte von Normen dementsprechend digital abrufen können und dann nutzbar machen können für die einzelnen Mitarbeiter ihrer Organisation. Nun kommen wir weiter zur Normung und Standardisierung. Eine Frage, die gestellt wurde, war, was ist denn der Unterschied? Nun kann man sagen, dass jede technische Regel, die aufgeschrieben wird, hilfreich ist zur Harmonisierung. Was wir hier auf der linken Seite sehen, ist ein typisches Ergebnis eines Konsortiums, nämlich mal das Beispiel des USB-Konsortiums. Und das, was wir hier haben, ist eine Flut von Steckgesichtern. Jeder kennt den Hassel, den man hat, wenn man versucht, ein passendes Kabel zu dem Steckverbinder zu finden, der jetzt an dem Gerät vorhanden ist, das man gerade in der Hand hat. Da gibt es eine Entwicklung über die letzten Jahre oder kann man schon sagen Jahrzehnte hin von Micro A bis Micro B über Typ C und da gibt es wiederum verschiedene Varianten der Miniaturisierung. Also man sieht, es ist hier sehr, sehr viel standardisiert worden. Böswilligerweise könnte man jetzt sagen, dass jeder Hersteller seinen eigenen Steckverbinder bekommen hat und das Ganze dann als USB veröffentlicht wurde. So ist es nicht, aber man sieht schon, das ist eine sehr heterogene Welt, die dort entstanden ist. Und das, was in der Normung dann passiert, ist, dass man versucht, sich zu einigen auf einen gemeinsamen Nenner. Das heißt, man versucht, einen Konsens zu finden. Und dieser Konsens wird dann national, europäisch und international gesucht. Das bedeutet natürlich Schmerzen bei allen Beteiligten. Jeder Mensch, der in dieser Normung eine Rolle spielt, versucht natürlich, seine Interessen durchzubringen. Aber letztendlich ist es so, dass die ganze Organisation so ausgelegt ist, dass man sich dann doch einigt und die Variantenzahl reduziert. Bei USB ist es so, dass wir tatsächlich eine DIN-EN-IEC haben, eine Norm haben, die 62684, die eine Auswahl trifft für die Anwendung dieser Steckverbinder. Und dort wird aus dem Pool der verschiedenen Steckverbindungen, die in USB
standardisiert worden sind, eine Norm gemacht wurde, die dann letztendlich dafür sorgt, dass man genau weiß, welches dieser Steckgesichter für diese Anwendung geeignet ist. Ein schönes Beispiel für tatsächlich Normung ist diese Bierflasche, die wir hier sehen. Und das ist etwas, was sich bewährt hat. Das heißt also, diese Flaschen werden dann zumindest in Europa so angeboten und man kann diese Flaschen dann dementsprechend auch in Frankfurt kaufen und in Hamburg zurückgeben. Das ist der Vorteil von tatsächlich einer Konsensbildung. Und natürlich, wir wären keine Norme, hätten wir nicht den Namen Konsens auch genormt und wie der definiert ist, kann man hier auf der Folie nachlesen. Kommen wir noch zu einzelnen Fragen, die wir immer wieder gestellt bekommen und die wir immer gerne wieder beantworten. Warum soll ich mich denn überhaupt einbringen? Funktioniert doch alles, liegt doch alles vor, muss ich nur noch nehmen und anwenden? Ja, natürlich, Normen anwenden ist das eine. An der Normung sich zu beteiligen, heißt Verantwortung zu übernehmen. Das bedeutet aber auch, dass man Gestaltungsfähigkeiten mitbringt und dass man gestaltend in den Prozess einbringen kann. Das bedeutet, sein Wissen, seine Erfahrung, auch seine Interessen werden in diese Norm mit reingebracht. Und so ist es so, dass wir dieses Wissen im Gremium teilen, gemeinsam Fortschritte machen, was die Standardisierung angeht und dieses Wissen der Gruppe letztendlich dann dadurch verbreiten, dass wir diese Publikation, diese Norm im Markt ansiedeln und dementsprechend vertreiben. Die nächste Frage ist, wie erhalte ich den Zugriff auf Normen? Nun, ich habe gesagt, Normen muss man kaufen. Allerdings gibt es Ausnahmen und wir haben für Studenten die Möglichkeit geschaffen, dass sie über ihre Bibliotheken der Universitäten und Hochschulen Zugriff haben auf das deutsche Normwerk. Da gibt es Möglichkeiten, da kann man alles einsehen und dementsprechend auch seitenweise das Ganze dann extrahieren oder ausdrucken. Warum muss mich das interessieren? Ich habe schon gesagt, wer Normen schreibt, der hat mehr Wissen als der, der sie nur anwendet. Wenn ich im Prozess beteiligt bin, dann weiß ich auch, warum welche Parameter wie in der Norm gefasst wurden. Und dementsprechend ist es ein Vorsprung, den man hat, wenn man in der Normung sich beteiligt und dort aktiv mitarbeitet. Warum muss mich das interessieren? Mich heißt dann den Experten in der Industrie oder den Experten im Markt. Ja, es entstehen halt auch nur die Normen, die von der Gemeinschaft gewünscht werden. Das heißt, ich kann zum Beispiel darauf hoffen, dass irgendwann mal eine Norm einheitlich für alle Staubsaugerbeutel im Markt geschaffen werden. Und ich glaube, es hat einige Jahrzehnte gedauert, bis man sich jetzt dazu committed hat, auch diesen Bereich unseres täglichen Lebens zu standardisieren und die Varianz der Staubsaugerbeutel zum Beispiel zu reduzieren und im Konsens zu harmonisieren. Darüber hinaus gibt es natürlich immer wieder das Problem, dass wir auch gesagt bekommen, dass wir Normen zu entwickeln haben. Ein prominentes Beispiel ist zum Beispiel die EU-Kommission, die dann sagt, ich hätte gern an jedem Gerät einen speziellen Steckverbinder für den Ladevorgang. Und dann ist es natürlich umso wichtiger, dass dieser Steckverbinder gut beschrieben ist und dementsprechend funktional auch ist. Fragen über Fragen. Wie lange dauert so ein Prozess? Nun, das, was man uns vorwirft, ist, dass wir sehr lange brauchen, um Normen zu erstellen. Natürlich ist schnell etwas auf Papier geschrieben, aber das Problem dabei ist natürlich, dass wir unsere Regeln einhalten und dementsprechend den Konsens im Markt suchen. Und dieser Konsens kann schnell gehen. Dieser Konsens kann allerdings auch dauern. Das heißt, also man hat mehrere Iterationsschritte, die aufeinander folgen. Und der Mindestzeitraum, den wir haben, sind 40 Wochen für die Erstellung einer Norm, wenn man international unterwegs ist. Das kann national gerne etwas schneller funktionieren, aber die 40 Wochen sind dann der Mindestzeitraum, den wir brauchen, um international eine Norm in den Markt zu bringen.
Was sind denn die Bedingungen für die Mitarbeit im Gremium? Nun, in erster Linie Expertise. Das bedeutet, man muss wissen, wie ein Produkt funktioniert, welches die wichtigen Parameter sind. Aber natürlich braucht man die Zeit. Man braucht in der Elektrotechnik auf jeden Fall die englischen Sprachkenntnisse, weil wir, wie gesagt, 80% unserer Normen international entwickeln. Und man muss schauen, dass, oder das ist eher die Aufgabe an das Personal in der DKE, dass wir einen Fachkreis finden, der die Person, die mitarbeiten soll, im Gremium auch benennt und dessen Interesse dort vertreten werden soll. Warum soll ich als Young Professional dabei sein? Ein Young Professional ist in unserem Sprachgebrauch jemand, der nach dem Studium einsteigt ins Berufsleben. Und da ist es so, dass wir natürlich ein Interesse daran haben, diesen frischen Wind, den jemand mitbringt, der jetzt gerade sein Studium abgeschlossen hat und ins Berufsleben einsteigt, dass wir den gerne in der Normung hätten. Darüber hinaus ist es für denjenigen, der zu dem Zeitpunkt in die Normung einsteigt, eine tolle Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen in die Branche und das ohne die Probleme, die man vielleicht hat, wenn man miteinander im Wettbewerb steht. Der unkomplizierte Zugriff auf diese Expertise ist ein großer Vorteil, wenn man in einem Normungsgremium unterwegs ist. Das sind Experten unter sich. Dort gibt es ja wenig hierarchische Kämpfe. Dort gibt es ja einfach ein ungeschminktes Auftreten. Und es ist so, dass man sich hier auf technischer Ebene unter kontrollierten Bedingungen austauschen kann, ohne ja, dass es zu Problemen mit dem Wettbewerb kommt. Warum muss ich Normen kaufen? Auch das habe ich schon gesagt. Normen haben einen gewissen Qualitätsanspruch, was ihr Layout angeht, was die Formulierung angeht. Wir müssen als Mitarbeitende in der DKE die Moderation dieser Gremien übernehmen. Das bedeutet, es kostet ein bisschen Geld, diesen Prozess zu begleiten und diese Organisation zu betreiben. Und die Finanzierung in Deutschland ist so geregelt, dass das Ergebnis letztendlich fakturiert wird und jemand, der eine Norm anwenden möchte, sie kauft und dann dementsprechend den Prozess finanziert. Auf der anderen Seite sorgt es aber auch dafür, dass die Menschen, die bei uns mitarbeiten wollen und können, keinen zusätzlichen Beitrag finanzieller Art leisten müssen. Das bedeutet, dass Zeit und das Einbringen von Expertise ist das, was seitens des Experten und der Expertin eingebracht werden muss. Und wir finanzieren den Prozess dadurch, dass wir Normen letztendlich zum Kauf anbieten. Ja, warum sollte ich Normen anwenden überhaupt? Nun, da gibt es einen eigenen Foliensatz, der darauf zielt, dass man durch die Anwendung von Normen seine Haftung reduziert. Das bedeutet, wenn ich ein Produkt in den Markt bringe und ich kann nachweisen, dass ich Normen angewendet habe in der Entwicklung, in der Produktion und im gesamten Prozess, dann ist das Vertrauen in das Produkt schon mal höher. Und wenn ich diese anerkannten Regeln der Technik, also Normen letztendlich einhalte, dann ist das Vertrauen in das Produkt von vornherein gegeben. Das war mein Einstieg in die Normung. Ich hoffe, ich konnte ein paar Fragen beantworten. Das kann natürlich nur ein kleiner Abriss sein. Wenn Sie mehr wissen wollen, Sie dürfen mich jederzeit ansprechen und ich freue mich auf Ihre Rückfragen.